Hallo und willkommen zurück zu Stellaris. Ja, wir haben bisher noch nichts gemacht. Wir sind auch immer in der ersten Minute. Ich habe jetzt das Spiel mal neu gestartet und war etwas erschrocken, als ich rausgegangen bin. Denn das scheint sich dabei ziemlich einzufrieren. Ist dann aber nach vielleicht 2-3 Minuten, bin ich dann auf dem Desktop gelandet. Dann habe ich wieder eingeloggt, habe Multisampling runtergestellt auf 0, musste dadurch, dann kam die Nachricht von wegen, muss ausgeschaltet werden, neu gestartet werden, habe ich das auch gemacht. Und selbst vom Hauptmenü aus wieder auf den Desktop zu laden, hat er sich quasi eingefroren, hat wieder 30 Sekunden oder sowas gedauert, bin ich am Desktop gelandet. Und jetzt bin ich jedenfalls wieder im Spiel ohne Multisampling. Jetzt gucke ich mal. Ja, jetzt geht's instant. Das kann natürlich sein, dass ich jetzt gerade das Spiel gestartet habe, dass das daran liegt. Aber es läuft auf jeden Fall jetzt im Moment zumindest besser. Jetzt gucke ich mal, was das hier unten ist. Das weiß ich nämlich selber nicht. Tropische Welt, Planetenbefestigung 1600. Okay, kontrolliert vom Vereinigten Sucherprojekt, liegt im Raumbereich vom Vereinigten Sucherkönigreich. Kontrollgruppen erstellen Sie, indem Sie bei gedrückter Steuerungstaste ein Ziel auswählen, also ein Planet oder die eigene Flotte, und dann auf die Zifferntaste. Ah, okay, damit können wir einfach zu den bestimmten Sachen springen, wie bei Command & Conquer, das damals auch schon ging. Ja, ist ein cooles Feature. Brauchen wir im Moment noch nicht. So, dann wollte ich jetzt dieses Mal die Ressourcen erklären. Wir haben drei Hauptressourcen, die wir die wir für alles Mögliche brauchen. Also zum, das ist eigentlich ein falscher Ansatz. Gehen wir einfach mal die Ressourcen nacheinander durch. Wir haben die Energie-Credits. Das ist quasi das Geld. Geld wird hier aber nicht zum Kaufen benutzt, sondern eigentlich nur als Unterhalt benutzt. Das heißt, wenn wir ein Gebäude gebaut haben, dann müssen wir danach für dieses Gebäude oder System oder was auch immer, müssen wir quasi Unterhalt zahlen. Und das ist die Energie. Sagen wir mal, eine Mining-Station verbraucht eine Energie und dann haben wir irgendwo ein Kraftwerk, was 3 Energie regeneriert. Damit können wir also 3 Mining-Stations quasi versorgen. Deshalb braucht man hier auch nicht groß was anzusammeln. Das sollte man immer so ausgeglichen haben und verhältnismäßig niedrig halten. Wenn es niedrig ist, so bei 50 und dann plus minus 0 ist, dann ist alles in Ordnung. Dann haben wir Mineralien. Mineralien sind das, was man so Hämmer quasi in Civilization oder Material. Und das braucht man, um alles Mögliche zu kaufen. Also wenn ich ein Gebäude auf dem Planeten baue, ein Raumschiff baue oder eine Mining Station baue, alles kostet Mineralien. Also wir brauchen, sagen wir einfach mal, um eine Station zu bauen, muss man 90 Mineralien bezahlen zum Bauen. Und dann würden wir ein Mineral pro, ich glaube das ist alles im Monat, bin mir jetzt nicht ganz sicher, pro Zeiteinheit sage ich jetzt einfach mal, müssen wir die eine Energie bezahlen. Dann haben wir Einfluss. Einfluss steht hier für politische Macht und bla bla. Genau, damit kann man alles mögliche politische quasi machen. Wir können damit Leute einstellen. Wir bekommen das, indem wir jemanden zum Rivalen erklären. Wir können damit aber auch so Edicts machen, das heißt, wenn wir einen Planeten haben, können wir haben jetzt hier diesen Gouverneur drauf, wir können einen Erlass machen. These are planet-specific edicts, practices that can be temporarily enforced by spending some of our influence. Genau, damit können wir jetzt quasi einen Buff starten. Damit könnten wir jetzt beispielsweise, dauert 10 Jahre, Ethikabweichung minus 10%, dann werden die Leute wahrscheinlich etwas zufriedener. Dieser Erlass führt zu lokalen Umerziehungskampagnen, die der Bevölkerung versichern, dass Dissens nicht mehr als das Produkt von Ignoranz und den Scheitern der Vernunft ist. Sehr schön. Migrationsattraktivität, Infrastrukturprojekte, die geben halt alle irgendwelche Boni. Kosten aber Influence. Es gibt nicht besonders viel, womit man Influence bekommen kann. Also sollte man damit verhältnismäßig vorsichtig sein. Also dem Ausgeben. Dann haben wir Physik.
Sozialforschung und Ingenieurforschung. Und das sind einfach nur drei Forschungsressourcen. Und da können wir jetzt... The technology screen is where we will be directing our research efforts. Technologies are categorized into three different fields, with each field typically having three available research options. Jetzt haben wir hier drei Forscher, die sind schon eingetragen. Und wir haben drei, wir könnten die aber auch umstellen. Ich könnte jetzt sagen, abberufen vom beim Kommandieren von Severex, nein. Der ist auf Ingenieurforschung, den könnte man, glaube ich... permanent entlassen. Okay, na, so permanent, dann kann ich die anscheinend nicht so einfach verschieben, wie ich mir das gedacht habe. Jedenfalls haben die bestimmte Boni. Also das sind Persönlichkeiten, die irgendwas boosten. Das ist genauso wie, gehen wir nochmal hier zurück auf unseren Planeten. Wir haben hier diesen Typ, dadurch, dass der als Governor da rumhantiert, wird die Zufriedenheit erhöht, die Baugeschwindigkeit wird reduziert und nochmal reduziert und die Kosten werden nochmal reduziert, werden auch noch reduziert. Also der ist da schon ganz cool, würde ich sagen. Und ähnlich ist das hier auch. Dadurch, dass sie eine Stufe haben, die haben hier diesen Level 1, dadurch, dass die hier arbeiten quasi, bekommen die automatisch Erfahrung und steigen Stufen an, bis sie irgendwann sterben an Altersschwäche und dann muss man einen neuen anheuern, der wieder von Null anfängt. Die haben jetzt alle Fähigkeiten, wie der hat Fachwissen Industrie. Der ist also, wenn ich jetzt das hier auswählen würde, würde der dafür weniger lange brauchen. Das scheint jetzt hier nicht schon verrechnet zu sein. Aber der ist da drin halt besser. Oder steuert mehr bei. Der hier hat Lebensdauer plus 25 Jahre. Das ist auch okay. Und Erfahrungszuwachs 15%. Klingt jetzt auch nicht schlecht. Die Forschung funktioniert so, dass es keine Zweige in dem Sinne gibt. Es gibt zwar mehr oder weniger versteckte Zweige. Also dass man das eine Sache die andere bedingt. Aber es gibt kein klares, wenn ich A erforsche, kann ich B erforschen. Also, dann bekomme ich auf jeden Fall B zur Auswahl. Das gibt's hier nicht. Man bekommt jedes Mal normalerweise 3, weil wir jetzt dieses eine Forscherreich genommen haben, bekommen wir 4 Forschungsdinger zur Auswahl. Und das kann man sich so vorstellen, dass wir quasi ein Kartendeck hätten. Und innerhalb dieses Kartendecks sind bestimmte Forschungsdinger drin. Einige Sachen sind immer drin, wie beispielsweise unter Sozial werden wir diese neue Welten, genau, das Kolonisieren, das ist jetzt immer drin, also in dem ersten Stapel. Wenn ich das jetzt wähle, sagen wir mal, dann kann es sein, dass das erstmal nicht wieder auftaucht, sondern wenn ich das hier wähle, kann es sein, dass die anderen nicht beim nächsten Mal auftauchen, wenn wir das fertig haben, sondern 4 komplett andere auf einmal auftauchen. Aber die werden es natürlich so machen, dass das hier mit, wenn man das hier jetzt nicht wählen sollte mit dem Kolonieschiff, dass das mit hoher Priorität wiederkommt. Man wird aber vermutlich auch keine Sachen nehmen, sagen wir mal, ich sag jetzt einfach mal Lasertier 1 und Lasertier 2. Und Lasertier 2 wird man nicht entwickeln können, wenn man Lasertier 1 nicht hat. Also da gibt's auch Sachen, glaube ich, die aufeinander aufbauen. Aber ansonsten ist das zufallsbasiert, was man hier immer wieder präsentiert bekommt. Wir können uns hier also jeweils aussuchen, was wir haben. Und durch diese Zufallskomponente kann es auch sein, dass hier lilane Dinger auftauchen. Und das bedeutet dann schlussendlich, dass das eine Rare-Technologie ist. Und die sollte man dann wahrscheinlich nehmen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man die nochmal präsentiert bekommt, extrem gering ist. So, wir können jetzt hier Forschungsgeschwindigkeit, Verwaltungs-KI, dann würden wir die ganze Zeit dauerhaft mehr 5% mehr Forschung bekommen. Wäre schon ziemlich hart. Was steht das? Sensoren. Diese Sensoren wurden auf Gravitationsänderungen im Weltraum eingestellt, wie sie von Raumschiffen erzeugt werden. Aha. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Kraftwerk und Betharian-Kraftwerk. Damit könnten wir Energie machen. Mit diesem Betharian-Kraftwerk, das bräuchte eine Ressource Betharian.
die haben wir denn hier noch? Das hier sind die Ressourcen, das sind die Planeten, die wir verwalten. Und das ist unser Einheitenlimit. Also wir können 5 Planeten bekommen und danach müssen wir Sektoren erstellen. Und wir können insgesamt im Moment 12 Schiffe benutzen. Und wir könnten theoretisch, glaube ich, mehr benutzen, aber die würden dann massiv Unterhalt kosten. Hier von der Ressource, von den Mineralien, gibt es außerdem ein Cap. Wir haben maximal 5000 Mineralien, die wir lagern können. Und dieses Cap kann man durch die Forschungen, also die sind ja auch unterteilt unter Physik, Sozial und Ingenieur. Und die können wir unter Physik ausbauen, dass wir die Speicherkapazität von Energy Credits erhöhen. Der Ingenieur ist dann die Speicherkapazität von Mineralien, glaube ich. Gucken wir mal gerade. Steht jetzt hier nicht, aber ich glaube, das ist dann da drunter. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Solarfeldnetzwerk. Kosten, Energie. Damit könnten wir also ein Gebäude bauen auf unserem Planeten, aber wir haben im Moment sowieso noch nicht so wahnsinnig viel da. Dass andere Forschungen noch schneller gehen, das klingt irgendwie sehr verlockend. Reichsmodifikator, klar, das ist das Ding. Kraftwerke bauen, das kostet natürlich erstmal und da weiß ich nicht, wie viel man am Anfang ausgeben sollte. Erkundungsgeschwindigkeit kann ich jetzt sehr schlecht einschätzen, wie viel es bringt. Deshalb nehme ich hier mal die Forschungsgeschwindigkeit. Selbst wenn er da jetzt kein Spezialist für ist, das klingt aber sehr sexy, einfach alles 5% schneller zu erforschen. Dann können wir hier mit dem noch was aussuchen. Flottenkapazität? Meh, brauchen wir wohl erstmal nicht. Unterhaltskosten? Meh. Militärakademie, was macht die? Planetenmodifikator. Baugeschwindigkeit von Armeen erhöht. Armeemodifikator wird auch erhöht, brauchen wir auch nicht. Monatlicher Einfluss? Ist schon nett, damit würden wir hier halt dann mehr bekommen. Und wie gesagt, kriegt man sonst verhältnismäßig schwer. Damit würden wir also schneller dann die Sachen hochstacken. Umso früher man das nimmt, umso besser. Propaganda-Übertragungen, Zufriedenheit plus 10%. Könnte interessant sein. Bei dem Kolonieschiff ist das Problem im Grunde, dass das natürlich zum einen was kostet, das zu bauen. Zum anderen kann man eine Kolonie nicht einfach wie bei Civilization, wo man, ich sag mal, einen Siedler irgendwo hinsetzt und dann plopp hat man da eine Stadt, sondern hier muss eine Kolonie erst groß werden und während die groß wird, kostet die verdammt viel Energie. Das heißt, man kann das nicht von vornherein einfach direkt eine Kolonie irgendwo hinknallen, sondern muss erstmal sein Netzwerk ein bisschen ausbauen, dass man diese Kolonie überhaupt unterhalten kann. Die kostet 360 Forschung. Der kostet nur 240. Vielleicht wäre es aber trotzdem gut, das jetzt zuerst zu erforschen, um halt diesen Einfluss schneller zu erhöhen. Würden wir 48 Monate benutzen, hier mit 71 Monate. Ist also schon eine ziemliche Hausnummer. Ich würde sagen, wir nehmen das, weil das halt einfach so ewig dauert. Und dann müssen wir hier noch was aussuchen. Mineralien, 5% mehr. Schadensbonus ist mir erstmal egal. Ingenieurlabor kostet Unterhalt. Maschinenbauanrichtung, so zusätzliche Maschinenbauforschung, spezialisiert sein. Okay. Bringt wahrscheinlich 2 Produktionen statt eine, bin ich mir nicht sicher. Ionentriebwerk. Triebwerk erzeugen mit Hilfe von Ionenstrahlen. Schubtreibstoffe werden nicht benötigt. Verteidigungsplattform. Mäh. Ich glaube, ich nehme erstmal flat die 5% Produktion. So, jetzt haben wir Forschung. Zum Anzeigen der zuvor erforschten Technologien klicken. Ah, okay, das sind die Sachen, die wir von vornherein haben. Eigentlich auch ganz cool, dass es da so quasi eigentlich Fake-Technologien gibt. Es ist übrigens, wenn man das Spiel weiterlaufen lässt und dann wird eine Forschung fertig und man wird das nicht direkt einstellen,
dann sammelt sich das hier erstmal an. Man kann, hier, da steht auf Lager. Man kann also auch Forschung einlagern. Und wenn man dann, sagen wir mal, man spielt, man wählt das nicht sofort aus, was der forschen soll, dann lagert sich das an, sagen wir mal 10 Forschung. Und dann wählt man was aus und dann wird die Forschung mit eingearbeitet, sodass dann, sagen wir mal, die ersten, wenn man 10 eingelagert hat, dass das dann entsprechend für 10 Punkte doppelt so schnell geht oder sowas. Sodass man da effektiv nichts bei verliert. Bei 10 doppelt so schnell würde das nicht ausgehen. Bei 20 doppelt so schnell. Naja, wie auch immer, habt mich verstanden. dann gucken wir, was haben wir sonst noch? Achso, mit dem Planeten, genau. Wo wir schon bei den Ressourcen sind und bei dem Bauen. Wir können jetzt hier noch gucken. Ja gut, Terraforming. Wir können das zum... Das, was hier aber keinen Sinn macht, weil das ja eigentlich unser Dingens ist. Hier können wir dann sehen, was wir an Produktion auf dem Planeten haben, wie viel Food wir generieren. Und Food wird dafür benötigt, Population zu erstellen. Und anscheinend verbrauchen wir genauso viel Food wie Population. Und wir haben anscheinend einen Cap hier von 10. Und können deshalb da noch ein bisschen... Da steht leider nicht, wie viel man genau braucht, um bis zum nächsten Wachstum zu kommen. Gucken, ob man das später noch sieht. Ressourcenleistung, okay. Ne, da blicke ich jetzt gerade nicht ganz durch. Ach, das hier sind nur die Sachen, die den Planeten betreffen. Oder? Ich verstehe jetzt. Gucken wir uns mal die Oberfläche an. Here we see a visual representation of this planet's surface, divided into tiles. This tab is only visible on colonies and surveyed worlds that are habitable. Each pop occupies a single tile, which means that there can never be more pops on a planet than there are free tiles. Genau. Bedeutet, anders als bei Civilization, wo man, ich sag mal, namenlose Bürger hat, die man einfach willkürlich austauschen kann, haben wir hier ein anderes System. Wir haben tatsächlich Population, die Eigenschaften haben. Also, wenn wir uns jetzt beispielsweise, haben wir irgendeinen... Naja, das sind doch alles dieselben quasi, weil wir jetzt von einem Startding sind. Aber nehmen wir einfach mal an, wir haben den hier. Das ist jetzt ein Reptil, da könnte also auch ein Alien sein mit einer anderen Rasse. Der hat eine Zufriedenheit, der hat eine bestimmte Ethik, der hat Eigenschaften, was ja auch die sind, die wir ausgewählt haben, und der ist Mitglied der Loyalists-Fraktion. Und das bedeutet wahrscheinlich, dass sie am Anfang nicht rebellieren können. Es könnte aber jetzt auch sein, dass wir da, was weiß ich, Pflanzenwesen bei uns haben, oder also so Pilzhoshis, was weiß ich, und dass die dann irgendwie Naturhippies sind, und dann eine eigene Fraktion aufmachen. Und dann kann es sein, wenn die dann die anderen überzeugen, von wegen, dass Naturhippie-Sein voll toll ist, dann hätte man die hier irgendwo. In the contact screen, we see a detailed list of all the various empires we have encountered. Their opinions of us are visible at a glance. And we can quickly and easily engage in diplomacy. Gut, das ist halt Diplomatie-Dings. Da kann the species tab lists all types of nominally intelligent beings we have encountered, allowing us to modify or uplift them if we have the means and opportunity. Genau, uplift und erleuchten. Man kann später auch Planeten finden, wo dann beispielsweise irgendwelche Affenwesen sind und denen kann man dann intelligent oder richtig intelligente Wesen draus machen und kann die dann als Arbeitssklaven oder sowas eingliedern oder kann dann sagen, hier unsere Bevölkerung, wir können zwar auf Eisplaneten leben, aber wir können halt nicht in der Wüste existieren und dann kann man die halt ranzüchten, dass sie für einen auf der Wüste arbeiten oder sowas. Und man kann andere Planeten auch erleuchten und das sind dann schon Rassen, die
kurz vor der Raumfahrt stehen, oder kurz vor der vom Stern zu Stern Reise stehen, interstellare Reise, und kann denen dann quasi Technologie mehr oder weniger geben, und die reihen sich dann in das eigene Reich ein als Vasallenstaat. Aber das wollte ich gar nicht. Wir haben 0 Genpunkte übrig. Ja, cool, da kann man wahrscheinlich noch mal was ausbauen. Das wollte ich aber jetzt gar nicht. Ich wollte eigentlich in die... Klicken wir hier noch rein. Naja, waren wir schon. Schiffsdesigner kommen wir später hin. Reich, ne. The government screen presents us with information regarding our empire and its government. Here we can see our ruler and any related effects. Mhm. Wir haben also hier unseren Ruler, und der hat Erlasskosten minus 20%, Erlassdauer 25%, das ist schon wahrscheinlich ganz gut. Baukosten minus 25%, nochmal minus Baukosten, das ist aber Konstruktionsschiffe, und Bergbaustationen kosten weniger. Ich weiß nicht, ob die immer am Anfang gleich sind, aber das ist auf jeden Fall ziemlich gut. Damit kann man ordentlich durchstarten. Flottenkapazität, ja, das ist wahrscheinlich einfach das, was man... Ne, die beiden Sachen, die kommen durch den und das hier. Basis 5 von Bewohnern 1, von Weltraumhäfen 6. Modifikation, ja. Budget. The budget tab tallies our empire's monthly income and expenses in energy credits. Here we can also track a variety of effects that influence our economy. Ja, wie gesagt, das hier ist quasi, wie viel man Unterhalt zahlen muss, und das kann man dann hier entsprechend sehen, die Zusammenlistung. Wirtschaftseffekte. Beeinflusst die Ressourcen im Reich zum Bau verschiedener Gebäude benötigt werden. Vorleistungskosten. Baukosten, Schiffe. Okay. Dann haben wir Politik. The Policies tab covers government policies, as well as empire-wide edicts, practices that can be enforced by spending some of our influence. Genau. Da können wir... Zum einen können wir Erlasse machen, die kosten aber dann monatlich quasi. Also wir könnten hier Informationsquarantäne machen, und damit würden die dann, ja, steht ja hier, eine geringere Ethikabweichung haben. Also wenn wir irgendwo was... Wenn wir jetzt entscheiden... Was weiß ich, wir müssen jetzt irgendwen verehren oder keine Ahnung was. Und da sind aber alle dagegen, dann können wir hier das machen und dann sind die auf einmal viel happier. Freies Denken fördern, da würde das, ist dann gegenteilig, genau. Damit kann man halt bestimmte Sachen fokussieren, bezahlt dafür aber halt Einfluss. Forschungsgeschwindigkeit, Ingenieur, ah, das kann man damit fokussen. Das sind die anderen drei, die anderen beiden Dinger. Und hier oben, das ist ganz interessant. Damit kann man eigentlich sein Reich definieren, wie die zu bestimmten Dingen stehen. Und das ist, glaube ich, auch abhängig von den Sachen, die man am Anfang ausgewählt hat. Also Kriegswirtschaft statisch. Eine statische Kriegswirtschaft wird nicht von den Launen des Krieges beeinflusst. Die aktuellen Kriegspunkte haben keine Effekte auf die Produktionsdauer oder Kosten. Eine semistatische Kriegswirtschaft ermöglicht uns die eingeschränkte Beschlagnahmung privater Besitztümer zum Überstehen von Verteidigungskriegen. Es bei positivem Verlauf und von Angriffskriegen mit entsprechenden Effizienzeinbußen verbunden. Mhm. Okay, also wenn man verteidigt, dann wird es günstiger, Sachen zu bauen. Wenn ich das richtig verstehe. Dynamisch. Eine dynamische Kriegswirtschaft gibt uns deutliche Produktionsboni beim negativen Verlauf von Verteidigungskriegen. Ist bei positivem Verlauf von Angriffskriegen entsprechend Effizienzeinbußen verbunden. Das ist das Gleiche, nur noch krasser. Ja. Dann haben wir Sklaverei. Da können wir einstellen, ob die verboten oder gestattet ist. Da können wir halt
Einwohner versklaven. Säuberung, damit können wir eine bestimmte Rasse ausrotten. Wenn die halt irgendwie aufmüpfig sind oder so und ja, ich will, dass sie da bei einem leben, wenn die lieber nur an die eigene Bevölkerung auf dem Planeten haben will oder so. Dann Orbitalbombardierung, wenn wir mit unseren Schiffen irgendwann mal angreifen, wen können wir einstellen, wie stark wir die Bevölkerung da in Mitleidenschaft ziehen wollen. Dann haben wir Migration, da können wir sagen freie Migration, das heißt unsere Leute können auswandern und einwandern, wie sie wollen. Wir können auch sagen nur Primärspezies, das heißt nur unsere Leute können hin und her sich bewegen, die anderen aber nicht. Das heißt, wenn wir jetzt einen Planeten erobern würden, da sind jetzt sagen wir mal die Froschmenschen drauf, dann könnten wir beide Planeten, würden unseren sagen, nur Primärspezies. Das heißt, unsere könnten da hinreisen und unsere könnten auch von da aus zurückreisen. Aber die Froschmenschen, die werden dann darauf quasi festgesetzt und frei bedeutet halt, dass man komplett hin und her alle migrieren kann. Das kann einen Vorteil haben, wenn da, sagen wir mal, wenn die Froschmenschen besonders stinken. Es gibt ja auch diese Eigenschaft abstoßend und die dann auf dem eigenen Planeten sind und die mögen die dann alle nicht, dann wäre das nicht so gut. Dann sollen sie auf ihrem eigenen Planeten bleiben. Wahlrecht. Elitismus. Bewohner können nicht wählen. Der Herrscher wird von Anführern des Reichs gewählt. Ich glaube, da kommen später auch Sachen dazu. Also bei Sklaverei gibt es, glaube ich, auch noch doch verboten und gestattet. Keine Ahnung. Herrschaft. Nur Primärspezies. Wir mögen zwar die Gegenwart fremder Wesen in unserem Reich dulden, aber Führungspositionen müssten für unsere Primärspezies reserviert bleiben. Da gibt es, glaube ich, dann später, wenn man eine andere Spezies gefunden hat, auch die Option, das umzuändern. Dann haben wir Erstkontakt, friedfertig oder aggressiv. Wir werden keine feindlichen Handlungen gegen unbekannte Lebensformen gestatten. Zurückgeschlagen wird nur, wenn man uns zuerst angreift. Und aggressiv, unbekannte Gefahren könnten im Weltraum lauern. Zur Sicherung unseres Überlebens müssen wir bereit sein, ohne Zögern zuzuschlagen. Angriffe auf neutrale Wesen sind möglich. Ja. Und das sind halt auch die Ethik-Sachen. Wenn wir einfach sagen, aggressiv, da könnte unsere Bevölkerung eventuell dagegen sein. Und die kann man dann damit umstimmen, sage ich mal. Demografie. The Demographics tab tracks the makeup and spread of our empire's populace. Okay. Den Screen habe ich selber noch nicht gesehen. Bewohnerfraktion 100% zum Aufrufen der Speziesübersicht klicken. Ja, okay. Das ist klar. Bewohner auf einen Welt, ist auch klar. Sagt uns aber jetzt erstmal nichts. Die Effekte werden auf alle Bewohner dieses Reichs angewendet. Einzelne Bewohner können auf lokaler Ebene außerdem von zusätzlichen Modifikatoren beeinflusst werden. Okay, das sind einfach nur Speziesboni. Vasall erstellen. Muss mindestens über einen Planeten... Ja, müssen wir uns dann später mal angucken. Da kann man dann sehen, wie viele unterschiedliche Rassen wir bei uns drin haben. Damit sind wir, glaube ich, so ziemlich durch alle Screens durch, außer den Schiffsdesigner. Na, da gehen wir jetzt auch noch rein. All ships in use within our empire are designed here. New hull sizes and components will be unlocked as we research new technologies. Okay, da können wir jetzt theoretisch hingehen und sagen, wir wollen ein neues Design, wir wollen eine neue Corvette haben und dann können wir sagen, da sollen das und das rein. Das hier sind, auf der rechten Seite sind die Komponenten, die auf jeden Fall rein müssen, wie ein Wurmlochantrieb und was weiß ich. Da kann man halt einfach, na, das könnte sich dann nur innerhalb vom System bewegen. Ich wusste aber nicht, dass, ne, es kostet auch nichts. Also es macht keinen Sinn, das nicht zu nehmen. Dann haben wir einen Gefechtscomputer. Können wir wahrscheinlich später verbessern. Chemische Kraftwerke und Radarsystem. Und die müssen wir auch wählen. Und dann haben wir hier unterschiedliche Werte. Gut, Unterhalt und so weiter. Bauzeit, klar. Entscheidend ist jetzt, was wir für Energie haben. Leistung. Wir brauchen im Endeffekt, ja, wir brauchen Triebwerke. Wir brauchen Leistung, um die Triebwerke zu versorgen. Jetzt können wir...
Theoretisch. Keine Sektion. Zum Ändern der Sektion klicken. Okay, wir müssen erstmal einen Rumpf auswählen. Das ist aber alles Korvette-Rumpf. Wir sagen jetzt, die haben halt eine unterschiedliche Verteilung zwischen Small und Medium. Und ich glaube, das ist 2 zu 1, oder? 2 Small sind ein Medium. Kommt das hin? Das sind 8. Das hier wären entsprechend auch 8. 4 plus 4, das sind, und ich glaube, die Large sind nochmal 2 Medium dann. Ja, die sind entsprechend auf 8 gebürstet. Da könnten wir jetzt hier, sagen wir mal, den Abfangrumpf nehmen. Und jetzt könnten wir hier hingehen und sagen, erstmal haben wir ja minus 5 Leistung. Und jetzt können wir hier hingehen und sagen, wir bauen diesen Reaktor ein. Jetzt hätten wir 5, jetzt hätten wir 15 und so weiter. Oh, kann man rechter Maustaste umdrehen. Und wir können aber auch sagen, wir wollen da roter Laser haben, roter Laser haben, roter Laser haben. Weil wir nichts anderes haben. Jetzt würden wir immer noch 7 Energie plus haben. Das heißt, mehr Energie reinzubauen macht überhaupt keinen Sinn. Können wir uns also eigentlich sparen. Müssen wir aber so. Okay. Wir können auch sagen, hier leere Slots füllen. Und dann knallt er die automatisch zu. Das ist auf jeden Fall jetzt ein ziemlich miserables Schiff. Design, oder ne, machen wir mal. Gucken wir mal, ob wir Medium Slots haben. Nehmen wir mal das. Ach, den kann man auch im Medium reinsetzen und dann würde der wahrscheinlich die doppelte Kapazität liefern. Ja, genau. Ist exakt 1 zu 1. Dann probieren, gucken wir uns das hier noch an. Roter Laser, es kann gut sein. Ja, ist genau die Hälfte. Es kann gut sein, dass es einige Typen gibt, die gehen halt dann nur in einige Slots rein. Da bin ich mir aber nicht sicher. Man kann auch sagen, hier leere Slots füllen. Leere Komponentenslots, die die ausgewählte Komponente unterstützen. Zack. Dann würde der die reinbauen. Und dann sagen wir hier. Bam. Man kann aber auch, sagen wir mal so, und jetzt sagen, okay, wir wollen, dass das Schiff so funktioniert. Ich habe aber keinen Bock, jetzt da alles manuell einzutragen, automatisch fertigstellen. Und das System schaut dann intelligent, wie viel braucht er, was macht am meisten Sinn und füllt die Sachen auf. Damit, soweit ich das bisher beurteilen kann und soweit ich das im Video gesehen habe, ist das ein hervorragendes System, weil es gleichzeitig Flexibilität bietet und aber den Spieler auch nicht mit Micromanagement zumüllt. Also in Galactic Civilizations 3 war es halt total bescheuert, dass man wirklich mit jeder Entwicklung wieder neu in den Schiffsdings da rein musste und dann wieder hin und her fiddeln, bis das passt. Bei Atlas Space genauso. Da hat man viel zu viel unnütze Zeit quasi damit verbracht, einfach nur Werte abzugleichen, was zusammenzubrezeln. Und das hier geht sehr schnell, sehr einfach und trotzdem kann man seine Schiffe individuell stricken, was ich sehr cool finde. So. Und ich glaube, jetzt sind wir tatsächlich so weit, dass wir endlich das Spiel beginnen können. Wow. Okay, also, ich drücke die Leertaste. Damit geht er auf die normale Geschwindigkeit. Es gibt halt hier normal, langsam, schnell und die Leertaste, die pausiert das dazwischen. Ich weiß nicht, ob man... Das ist Plus, das ist Minus. Aha. Das sollte man sich wahrscheinlich auf Maustasten legen oder so, wenn man hier... Weil Plus und Minus Keypad ist vielleicht nicht so cool. To overcome the vast distances that separate star systems, our scientists have developed wormhole technology. Stations equipped with wormhole generators can tunnel through subspace, creating temporary gateways to other systems that ships can travel through. Darüber hinaus müssen Schiffe mit speziellen Wurmlochstabilisatoren ausgerüstet sein, um extremen Unterraumbedingungen standhalten zu können. Aha. So, und unser Science-Schiff ist jetzt hier diesen Planeten am untersuchen. Man kann auch sehen, wie weit die dabei sind. Und die
anderen, die werden gleich mit einer ziemlich rasenden Geschwindigkeit zu den Researching new technologies will be critical to our success. I tell you this not merely as a product of unfettered technological progress, but as your trusted advisor and, I suspect, your only true friend. Eine der wichtigen Technologien, die Sie so früh wie möglich erforschen sollten, ist das neue Weltenprotokoll. Dies gibt uns Zugriff auf Kolonieschiffe, mit denen wir auf anderen Welten Fuß fassen können. Das Symbol auf der linken Seite bedeutet halt, dass wir eine Wurmlochstation drauf haben. Okay. Unsere Leute fliegen jetzt hier alle zum Rand von dem System. Und die werden jetzt losschießen. Wir haben jetzt quasi einen Monat gespielt gerade. Und die Ticks, die gehen halt auch mit jedem Monat hoch. Ja, wo wir hier gerade noch... Das hätte ich vorher schon machen sollen. Ich hatte hier quasi aufgehört zu erklären. Das sollte ich vielleicht noch durchgehen. Übersicht hatten wir, Oberfläche. Gehen wir dann mal durch. Wir haben halt, wie gesagt, hier die Population. Die können wir verschieben. Und die macht... Die arbeitet das ab, was da steht. Also in dem Fall jetzt ein Energie und ein Produktion. Es gibt im Hintergrund, kann man das sehen, Gebäude. Und wir könnten jetzt hier drauf gehen und sagen, wir bauen jetzt ein Gebäude. Some buildings may cause adjacency effects to other buildings in neighboring tiles. Let us take this into consideration when constructing new facilities. Ja. Was hier aber wichtig zu beachten ist, das ist jetzt hier ein typisches, tropisches Gelände, typisches, genau. Welches aber eins Nahrung bringt. Wir könnten da jetzt unterschiedliche Sachen draufbauen. Beispielsweise so Mineralien-Silo, was auch immer. Der Punkt ist aber, solange wir ein Gebäude draufbauen, was die Basisressource von dem Feld auch hat, addieren die sich. Also würden wir beispielsweise dieses Ding da drauf bauen, würde das Feld 3 Nahrung bringen. Würden wir aber die Mine da drauf bauen, würden wir nur 2 Minen, 2 Kristalle, wie nennen die sich, Mineralien bekommen. Man sollte also da immer das drauf bauen, was auch darunter ist. Also in dem Fall hier sollte man eigentlich was mit Energie und mit Mineralien bauen, was aber so nicht gibt. Da muss man sich dann für was entscheiden. Wenn man natürlich so ein Gebäude hat, was mehrere abdeckt, ist es umso besser. Und dann hatte der Berater ja gerade schon gesagt, gibt es auch Adjacency-Boni. Und wir haben hier in dem Feld, haben wir unseren Außenposten. Ja, eigentlich ist es unser Hauptquartier. Und das hat Adjacency-Boni. Und das wird man auch mit jeder neuen Kolonie, wird man selber entscheiden können, wo kommt das Hauptgebäude hin. Und da kann man jetzt diese Pluszeichen sehen. Dieses Gebäude erhöht die Mineralienförderung, die Nahrungsförderung und die Energieförderung. Also eigentlich so ziemlich alles. Sodass man halt das auf jeden Fall nicht am Rand setzen sollte, weil man dadurch natürlich effektiv was verschwendet, sondern das Haupthaus immer irgendwo in der Mitte platzieren sollte, damit man von diesen Adjacency-Boni möglichst viel hat. Ich weiß nicht, ob es noch andere Felder gibt, die auch Adjacency-Boni bringen. So, wir wollen auf jeden Fall möglichst viele Mineralien haben, deshalb setze ich den da drauf, bauen und dann bauen wir hier dieses Bergbaunetzwerk. Das kostet 60 und bringt uns Mineralien. Das kostet aber auch 200 Tage, um das zu bauen. Ist also auch nicht ohne. Ich weiß gar nicht, wie das ist, man kann hier auch abreißen und ersetzen. Wir können der Baureihe ein Bauvorhaben hinzufügen, um dieses Gebäude durch ein anderes zu ersetzen. Das aktuelle Gebäude bleibt in Betrieb, bis der Bau abgeschlossen ist. Ah, ist aber auch sehr cool. Wir haben das jetzt gebaut. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob man irgendwo eine Queue hatte. Hier kann man jetzt auch sehen, man kann jetzt denen auch sagen, versklaven oder säubern oder umsiedeln. Versklavt diesen Bewohner.
Versklavte Bewohner zeigen bei manueller Arbeit hervorragende Leistungen, sind aber für intellektuelle Beschäftigungen ungeeignet. Andere Bewohner werden wahrscheinlich auf die Gegenwart von Sklaven reagieren. Mit dieser Aktion riskieren wir auch, unsere Beziehungen zu anderen Reichen zu beschädigen. Unsere aktuelle Haltung bezüglich Sklaverei hindert uns an der Versklavung dieses Bewohners. Natürlich können wir auch nicht säubern, weil, haben wir auch verboten, systematische Dezimierung und letztendliche Entfernung dieses Bewohners. Dies reduziert die Zufriedenheit des Bewohners und aller zu ihm haltenden Bewohner auf dem Planeten. Auch unsere Beziehungen zu anderen Reichen könnten dadurch Schaden nehmen. Sollen wir hier irgendwo Bevölkerung haben, die ein bisschen anders ticken als wir, dann können wir einfach sagen, exekutieren, werden sie abgemurkst. Müssen aber natürlich erlauben. Und dass wir das erlauben, das mögen möglicherweise andere nicht. Und damit gehen wir dann ganz schnell, könnte das ganz schnell zu Problemen führen. Was ich aber gerne wissen würde, ist, ob man hier eine Queue sieht, wo man alles sieht, was da gerade gebaut wird. Wir haben zwar hier dieses eine Bauprojekt, aber wir können nicht sehen, ob der noch andere... Ich mache jetzt hier einfach mal noch was. Na, wir haben leider... Wir könnten mal hier noch drauf. Da würden wir auf jeden Fall was verschwenden. Das ist also uncool. Worüber ich noch nicht geredet habe, sind diese Tiles. Da muss man... Die sind im Moment blockiert. Das hier ist quasi ein Ödland, eine Ruine oder was, Slums. Die kann man löschen, das kostet halt auch entsprechend Zeug. Und dafür kann man sie danach aber nutzen. Ich weiß nicht, ob das... Doch, das Löschen kostet auch Zeit. Sozialforschung kriegt man da drauf, okay. Ich weiß nicht, welche Gebäudetypen es alle gibt. Ich weiß auch nicht genau... Ich glaube, der Balken hier unten ist die Zufriedenheit. Ja. Was könnten wir da am besten noch bauen? Der hier hat ja im Hintergrund nichts. Da sollten wir wahrscheinlich irgendwas hinbauen. Ne, wir nehmen den weg. Der kann da hin, tauschen die aus. Und da kann auf jeden Fall eine Farm hin. Hydraulikfarm. Okay, da können wir eine Queue sehen. Da sehen wir zwar in Reihe, aber ich hätte hier gerne noch eine Übersicht, wo die ganzen Gebäude... Ah, hier steht in Reihe. Ich weiß aber nicht, ob man... Die Queues. Wir können dieses Bauvorhaben gegen vollständige Rückerstattung abbrechen. Vollständige Rückerstattung abbrechen. Da hätte man natürlich die Zeit verloren, aber... Okay, also kann man da ein bisschen sehen. Aber man kann nicht die Sachen hin und her verschieben. Okay, wir wollen jetzt doch das als erstes haben. Ja, dann haben wir Armeen. This is where we manage all ground forces on this planet. The upper portion of this view is divided into three sections. The top section represents the orbital space above the planet. The middle section is the atmosphere, and the bottom section is the surface. Wenn Sie unten rechts die Schaltfläche rekrutieren anklicken, da wir können Armeen rekrutieren, um Planeten und Verteidigung zu verteidigen oder zu erobern, können Sie neue Armeen oder Verteidigungsarmeen ausheben. Können Sie neue Armeen aussehen. Verteidigungsarmeen sollten dafür ausgebildet werden, unseren Planeten vor möglichen Invasionen zu schützen. Macht Sinn. In Kriegszeiten müssten Angriffsarmeen zum Besetzen feindlicher Planeten losgeschickt werden. Wenn wir diese Welten während der Friedensverhandlungen als Kriegsforderungen beanspruchen wollen. Wir haben jetzt hier Verteidigungsarmee, potenzielle Armee, jetzt weiß ich nicht, ob das Angriffsarmeen sind. Eine verteidigende Garnison, deren Größe von der Bewohneranzahl abhängt. Garnisonen können nicht transportiert werden. Ein Potenzialarmee, noch nicht existent, wird aber unter bestimmten Bedingungen entstehen. Zum Beispiel Garnisonen
Zum Beispiel Garnisonen gebildet werden, wenn ein Planet eingedrungen ist. Das ist ja mal ein schönes Deutsch. Ein Potenzialarmee noch nicht existent, wird aber unter bestimmten Bedingungen entstehen. Zum Beispiel Garnisonen gebildet werden, wenn ein Planet eingedrungen ist. Also das ist feinstes Google-Deutsch. Da könnten wir jetzt rekrutieren. Wir könnten... Ja gut, das Bombardieren macht keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie, was die unterschiedlichen Layer hier zu sagen haben. Was ich noch vergessen habe, wir haben hier unser Forschungsschiff. Ach doch, da sitzt auch einer drauf. Der Mods, der sitzt da drauf. Wir könnten auch noch... Und der hat's... Der hat das hier erforscht. Und das ist so irrelevant, dass sie noch nicht mehr den Namen einblenden. Okay. Der bekommt natürlich jetzt auch Erfahrung für alles, was er macht. Die Frage ist jetzt, ob wir die Ressourcen, die wir haben, nicht noch irgendwie gut einsetzen können. Wir könnten natürlich diese... mit unserem Basteltypen... Mit dem Konstruktionsschiff können wir im Moment noch nichts Gescheites machen, weil wir keine Mineralien oder sowas hier gefunden haben. Den werden wir später bekommen. Flottenhaltung. Ausweichen, ja, macht Sinn. Wurmlochstationen bauen, ja. Außenposten bauen. Die sind aber schon teuer. Außenposten der Raumstation, mit der sie unbewohnte Sternensysteme beanspruchen und ihre Grenze erweitern können. Diese Außenposten werden nur im Orbit von Sternen gebaut. Kosten 100, 200, monatlicher Unterhalt 2, 1, zu wenig. Die Anzeige ist aber... es sind 11, okay. Damit könnten wir also ein anderes System fliegen und dann sagen, ja, meins, und dann bauen wir das. Rumpfpunkte. Terraforming-Stationen bauen, ja, die sind ein bisschen... Könnten wir auch. Ermöglicht es ihnen, die Klasse eines Planeten zu verändern. Kostet nur 150, aber brauchen wir Terraforming für. Militärstation. Sternsystem gebaut werden, um das Gebiet innerhalb des ihres Wirkreichs zu verstärken. Die, man kann auch nicht alles zupflastern, sondern man muss mit einem gewissen Abstand die Dinger bauen. Kommen wir später noch zu. Können im Orbit von Planeten gebaut werden, auf denen primitive Zivilisationen leben, um deren Gesellschaft zu studieren. Das ist auch ganz interessant. Im Moment kann man mit dem aber nichts tun. Und das werden wir auch tun. Also nichts. Was wir aber noch... Das ist nur der Militärwert. Irgendwas muss ich ja mit den Mineralien noch machen. Ich hatte hier auf unserem Planeten zwei Sachen in Auftrag gegeben. Was eigentlich schon eher Unsinn war, weil wir so schnell gar nichts verbraucht bekommen. Wir haben... Wenn wir auf unser Dings gehen, können wir auf den Raumhafen gehen. Tab is where we view orbiting fleets. Build new ships and upgrade the station itself. If a planet has no spaceport, we can order the construction of one, if we have the necessary resources. Klicken Sie auf einen leeren Modul-Slot, um sich eine Liste installierter Module anzusehen. Klicken Sie unten in der Baureihe auf Schaltfläche Bauen. Daraufhin wird auf der rechten Seite eine Liste aller baubaren Schiffsdesigns und Raumaufverbesserungen angezeigt. Jo, jetzt können wir hier sagen, da ist ein Laser-Verteidigungsmodul. Wir wollen noch ein zusätzliches Modul draufbauen. Wir haben aber noch gar nichts erforscht, was wir draufbauen können. Der Hauptnutzen von dem Spaceport ist aber natürlich, neue Schiffe zu bauen. Jetzt könnten wir hier beispielsweise sagen, wir wollen eine Korvette bauen. Das dauert 60 Tage oder noch ein Konstruktionsschiff oder noch ein Forschungsschiff. Und ich glaube, es wäre klug gewesen, vielleicht noch ein Forschungsschiff zu bauen, um direkt mit zwei Leuten loszuziehen und zu forschen. Das bringt mich aber nochmal auf die Leader-Seite. Wo konnte man das machen? Das Reich. Anführer. Anführer 5 von 11, also da geht noch was. Die sind ja auch alle eingetragen beim Regieren. Gouverneure, Wissenschaftler, Admiräle, Generäle. Ich weiß nicht, ob man das dann gut erkennen kann, wenn man die noch nicht verwendet hat. Drei sind... Ja. Permanent entlassen? Das ist ein bisschen uncool.
rekrutieren und dann könnten wir sagen, dass der auch auf ein Forschungsschiff soll. Und dadurch, dass wir sowieso auch die Forscher als neue Leader eintragen, aber der Leader, der wird die anderen alle überleben, von daher. Aber ein zusätzliches Forschungsschiff zu holen wäre vielleicht nicht verkehrt. Wir könnten aber natürlich auch Korvetts holen. Um irgendwelche Space Monster kaputt zu schießen, wenn die dann kommen. Oder Piraten. Wir bauen also einfach mal eine Korvette. So. Und dann können wir in den zweiten Monat ziehen. Der ist jetzt rübergesprungen, hat Sol entdeckt. Und das hat jetzt genau die Aufteilung wie unsere Erde. Da ist Merkur, da haben wir die Venus, da ist die Erde, der Mond. Dann haben wir dahinter den Mars. Dann haben wir den Belt. Dann Saturn und Jupiter, Uranus und Neptun ist, glaube ich, das letzte. Die heißen jetzt so alle ein bisschen anders, aber das hier wäre theoretisch die Erde, das ist eine Kontinentalwelt, die könnte man theoretisch auch besiedeln. Solsystem, sehr schön. Der müsste aber, glaube ich, automatisch gleich wieder zurückspringen und zum nächsten flutschen. Sollte uns das aber nicht auch anzeigen? Ich glaube, dafür müssen wir das Kolonieschiff ausgewählt haben, wenn wir es denn mal haben. Ich habe jetzt die Zeit wieder weiter gedingst. Okay, diese Alien vessel. We have discovered spacefaring alien entities that may or may not be intelligent, but let's face it, probably are. Their true nature will remain a mystery to us until we complete the appropriate project to investigate them. I suggest we do so post haste, lest they investigate us first. Ja. So, wir haben zwei Berichte. Kontaktbericht, enigmatische Weltraumfahrer, endlich! Wir vom Vereinigten Sucherprojekt haben endlich andere Sternwanderer getroffen. Obwohl wir ihre Absicht nicht kennen und sie uns vielleicht sogar feindlich gesinnt sind, kann die Stimmung auf Materie nach dem Bericht unserer Erstkontaktflotte am besten als schwärmerisch bezeichnet werden. Im Mirage-System sind wir auf unbekannte Alienschiffe gestoßen. Bis wir mehr über sie erfahren können, werden diese merkwürdigen Flugobjekte als Alpha-Aliens gekennzeichnet. Wir sollten vorsichtig fortfahren. Und jetzt haben wir hier ein Forschungsding irgendwo. Construction complete. Wir sollten... Raumhafen von Materie hat seine Baureihe beendet. Okay. Wir halten das mal an. Heimatsysteme erkunden. Okay, Technologieforschung. Neue Weltenprotokoll entdeckt. Erstkontakt stellen. Alpha-Aliens untersuchen verfügbar. Jetzt könnten wir das hier erforschen. Und das würde aber das würde unsere normale Dingsforschung aushebeln. Also, wir erforschen ja neue Planeten zu kolonisieren. Und das würde gestoppt werden, wenn wir das hier machen. Und das sollte natürlich dann schon überlegt sein, ob man das so will. Aber ich sag einfach mal, jo, weil das auch irgendwelche Boni freischalten kann. Jetzt kann man hier, glaube ich, sehen, genau, beschäftigt mit Spezialprojekt. Der ist auch erst bei 20 weitergekommen. Und hier oben hat man wie bei Civilization halt so ein Ereignis-Log, wo die Sachen reinkommen. Bau abgeschlossen. Da haben wir jetzt unsere Korvette fertig gebaut. Wäre vielleicht noch schön, wenn man die hier auch da aufgelistet hätte. Wir haben jetzt die Korvette, die auch nichts tut. Wir haben hier Raft erforscht.
Da können wir mit unserem Konstruktionsschiff hinfliegen. Und nichts tun, weil wir keine Dings mehr haben. Der kann aber schon mal dahin fliegen und sobald wir dann was haben, können wir da eine... Bergbau. Mineralien. Energy. Ach, das ist alles das gleiche. Ja, die könnten wir dann da bauen. Hierhin bewegen. Brauchen wir noch ein bisschen was für. Aber dann sind sie schon mal da. Und der Fourth Star Hunters. Den könnten wir hier hin flutschen lassen. Na. So, und hier hatten wir die Aliens entdeckt. Wir sind aber, dadurch, dass ich die auf ausweichend gestellt habe, flutschen die direkt wieder zurück. Hier können wir auch sehen, potenziell bewohnbar, tropische Welt, aber kontinental müssten wir doch auch bewohnen können. Na gut. Bergbaustationen. Die von unserer Heimatwelt erzeugten Ressourcen haben auch ihre Grenzen. Glücklicherweise hat unser Forschungsschiff auf einer anderen Welt gerade eine Ressourcenstätte gefunden. Jetzt ist an der Zeit, unser Konstruktionsschiff zum Bau einer Bergbaustation einzusetzen. Bergbaustationen können innerhalb unserer Grenzen gebaut werden. Sie sammeln aus dem ganzen Orbit automatisch Mineralien und andere strategische Ressourcen ein, die aus den jeweiligen Planeten planetaren Körpern zu finden sind. Beachten Sie aber, dass sie Unterhalt in Form von Energy Credits kosten. Gut, klar. Aber die Dings versorgt sich natürlich selber. Wir haben aber im Moment noch nicht genug, um das bauen zu können. Wir haben hier unser Konstruktionsschiff. Das ist am Idlen. Das hat, ja, kann noch warten. Die sind am Hin- und Herspringen. Ich glaube, die kommen rein. Da müssen die einen Cooldown abwarten. Einflug in Wurmloch. We have found an anomaly. From time to time, our science ships will discover strange things while surveying worlds. These can be researched by scientists, but be certain their skills are up to the task. Sollten Forschungsbemühungen nämlich scheitern, besteht die Gefahr, dass entweder der Wissenschaftler oder das Forschungsschiff verloren gehen. Oder beide, wenn wir Pech haben. Ja, der hat aber ein Risiko von null. Das können wir erforschen. So, ich wollte aber hier gucken, wieso der nicht direkt wieder zurückspringt. Ist der am Aufladen oder... Einflug in Wurmloch nach. Ich glaube, der hat einen Cooldown, aber ich sehe da nichts. Wir haben jetzt 74 Ressourcen. Jetzt können wir aufs Konstruktionsschiff wechseln. Und können dem sagen, der soll hier eine Bergbaustation bauen. Auf Ratzfz. Ja. Das macht doch keinen Sinn. Okay, ich kann da draufklicken. Moment. Nee.
Das hat jetzt irgendwie von der Abfolge keinen Sinn ergeben. Bau von Bergbaustation. Abwählen. Kann ich das aber nicht abbrechen? Damit bekommen wir es wieder zurück. Klar, ich kann das damit bauen. Aber wofür ist das Symbol dann? Okay, jetzt blinken die auf, wo ich es bauen kann. Okay, und damit bestätige ich es. Okay, dann sagen wir dem jetzt, der soll das da bauen. Ja, und damit hätten wir im Grunde, und da kann man sehen, da gibt es dieses Forschungsding, das Forschungsschiff, das müsste da jetzt genau drüber sein und das hier analysieren. Und ja, soweit dann der zweite Streich. Und dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Jetzt haben wir, glaube ich, alles erklärt, was zu erklären ist. Und ja, dann können wir jetzt wirklich richtig loslegen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.